Hallo meine lieben Freunde und willkommen zurück zu Life is Strange Before the Storm. Der letzte Part war ziemlich schön und am Ende sicherlich auch spannend und da machen wir jetzt direkt weiter und ich würde sagen, wir springen natürlich. Okay. Ach, wie läuft der denn? Und den Ort kennen wir doch. Glaube ich zumindest. Hey, it's actually a pretty nice view. Glad you approve. Okay, kenne ich doch nicht. And as your reward for making it up here, I have a new game for us to play. Another one. I like games. Deal with it. This is what I learned in theater class. It's all about improvisation. So far, what I've learned about you is that you're into acting, lying, and playing games. What's your point? That you're either full of imagination or full of shit. Hmm. Let me know when you figure out which one. This game involves spying on people from afar. Luckily, we got some high-tech surveillance equipment right here. Let's fire it up. That blows. Well, shit. That was my last quarter. You? Quarterless. Damn. Hey, maybe I can MacGyver something up. I've been told I'm pretty handy. Oh yeah? Let's see what you got. Okay, Mike hat uns geschrieben. True ist sein. Ah, warum bin ich da nicht vorher drauf gekommen? Ach, das war sein Bruder. Rachel really wants to use this viewfinder. I'd love to get it working for her. This whole day is out of order. But in the best possible way. Damn, that's an old tree. Wait, does this sign say butt rot? Okay, das könnt ihr euch gerne mal durchlesen, wenn ihr möchtet. Huh. Looks like I might be able to pry it open with the right tool. Okay. Dann wollen wir das doch mal suchen. That is the look of a person who is used to getting what she wants. Wonder what that feels like. Können wir noch mit dir reden? I'm thinking about prying open that viewfinder. Got a knife on you? A knife? Yeah. My mom took mine. No. How about a nail file? I guess you could stab someone with a nail file. Oh, right. Sure, let's try it. Ich glaube nicht, dass es funktioniert, aber man kann es ja versuchen. Und Victoria hat uns geschrieben. Ha ha ha.
Ah, wie geil! Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Richtig gut. So, haben wir hier einen neuen Eintrag bekommen, oder? Ja, haben wir sogar. Haben wir je zwei Wahrheiten und eine Lüge gespielt? Du würdest dabei versagen. Wir hätten es zwei Wahrheiten und oh mein Gott, kann ich es zurücknehmen? Tut mir leid, dass ich gelogen habe. Die Schuld erdrückt mich genannt. Zwei Wahrheiten und eine Lüge sollte in der Schule unterrichtet werden. Kommt mir vor, als habe ich viel gelernt. Zum Beispiel, dass Rachel beidhändig ist und Löwe und dass sie aus Kalifornien ist. Ich habe auch gelernt, dass ich noch viel über Lügen lernen muss. Ich war ein offenes Buch für Rachel. Sie wusste, ich bin in keiner Coverband, nur als Mädchen. Im Prinzip ist sie ein menschlicher Lügendetektor. Habe ich erwähnt, dass wir in einem Zug waren? Das war echt cool. Einfach nur da sitzen und die Welt vorbeifliegen sehen. Dann sind wir rausgesprungen und im abgefahrenen Park im Norden der Stadt gelandet. Kein Ding. Captain Chloe Blaubart. Geisel von Arcadia. Ja, cool. Dwight Mueller really killed it with this statue of an explorer guy. Where are all my explorer ladies at, though? Oh, wir können ein Graffiti machen. Okay. Interessant, interessant. Axt, Sextant. Machen wir einen Sextant. I've got a new tool. Neato. Stop sextanting the interns. So. Infotafel. This Blackwall guy sure liked founding stuff that was already there. So, das könnte ich auch mal durchlesen. Mache ich jetzt nämlich nicht. So, von da sind wir ja gekommen. Mal gucken, ob wir hier ein bisschen die Gegend... Ah, wir können es hinsetzen. Okay, cool. Und da haben Leute was in den Baum geritzt. Just a day in the park with Rachel Amber. You know when something kind of amazing is happening, you don't always stop to think about it right away? And then when you do think about it, you start thinking about it a lot. And the more you think about it, the crazier it seems, until pretty soon you're psyching yourself out and then everything turns to shit. Yeah. Let's not do that today. Muss man ja sicherlich auch komisch finden, so. Wir sollen nach irgendwas suchen und wir setzen uns auf die nächstbeste Parkbank. Ja gut, stehen wir mal auf. Wir wollen Rachel ja nicht enttäuschen. Obwohl, doch, zum Baum wollte ich aber noch ganz kurz, ob man da was... Hier kann man sich nicht anschauen. Doch, da. Yuck. Cliché much, AW and BW. Das ist aber auch eine Anspielung, weil in Life is Strange haben die sowas selber gemacht. Oh, erschrecken, ansehen. I guess nature doesn't quite provide. Max würde davon jetzt ein schönes Foto machen. Have some self-respect. Ach, wow, jetzt sind da die nächsten Viecher. Bye, you fools. Na, kommt jetzt noch wer? Die Eichhörnchen wieder. Na gut, wir lassen sie jetzt mal. Widmungstafel. Abschrauben. Ja, Jutz. Mit der Nagelfeile, ne? Stealing a dedication plate takes persistence. Na gut, lassen wir es erstmal ausschreiben. Ich meine, die schreiben immer so schnell. Ja.
Okay, mal gucken, was hat sie geschrieben. Oh ja, Wells. Okay, alles klar. Ja gut, ich meine, ich glaube auch, dass Mikey eine schwere Zeit durchmacht, weil sein Bruder hat das ja auch schon gemeint, dass sein Vater wegen der Prescott-Familie den Job verloren hat. If Max were here, she'd probably take a black and white photograph and call it innocence lost or some shit. Oh, noch mehr Initialien. Wait, is that the same AW as before? Not afraid of commitment, I see. Wo er sich wohl noch überall eingetragen hat. I've been saying sorry all morning. I admit it was really dumb to lock the keys in the car. You've been on me for 3 hours. Oh. Okay. Was haben wir denn hier? Wow. That's badass. Yep, it's official. I'm learning way more ditching school than I ever do in class. Der Rabe verdient Respekt, aber vertrauen sollte man ihm nicht. Okay. My hierarchy of needs goes pot, then beer, then wine. Still, wino has a classy ring to it. Vogelnest, okay. There's gotta be something freeing about being able to build your home wherever you are, from whatever is around you. Gut, hier können wir sonst nichts machen, deswegen würde ich sagen, reden wir einfach mal mit den Picknickern. If you're going to argue in public, at least have the decency to make it about something interesting. Hey, spare some change? Sorry, we might have some leftover food when we're done. What? No, I'm not... What kind of food? This place has really gone downhill. Shh. She's right there. Alles klar. Freundlich sind die ja nicht. Dann gehen wir halt wieder. Vielleicht kriegen wir ja mit dieser kleinen Tafel, die wir jetzt haben, was hin und knacken das damit auf. Haben wir eigentlich schon geguckt, ob das funktioniert? Looks like this one might actually be working. Ja, nur leider haben wir da nicht die Sache nicht reingetan. Prescott Power activate. I don't want to boast, so I'll let you do it for me. Chloe Price, you are truly the Viewfinder Whisperer. I stand in awe of your powers. Rachel smells like... jasmine? Is she smelling me right now too? Really should have showered this morning. All right, here's the game. You find some people for us to spy on, and then you and I will act out what they're saying and thinking. That's it? I do that in my head during, like, every class. See? You're a natural. Let's give it a try. Okay. Hey, what do you say we barbecue some squirrels when we're done here? God, you just have the best ideas. Man wird das halt echt nicht denken, dass die so drauf ist. So, was denn mit der da? Okay, mit der kann man anscheinend nichts machen. Loving this guy. What's he thinking right now? Hosenreißer, bleib weg, ihr Biele. Hosenreißer. No matter how fast I go, I'll never outwalk this wedgie. That's so tragic. But also beautiful, in its own way. Okay, wen haben wir denn noch? Eine Frau. Sweet was? Beanie. What do you suppose she's thinking? Wife in the Natur ist Mist. Nature's Wi-Fi sucks. Maybe there's a squirrel family around here with broadband. If only I can guess their password.
We love nuts, 69. We always get our babies, 13. Too soon. Okay. Wen haben wir denn noch? Vielleicht jetzt die Frau, die da. Vater am Grill. What's going on with these two? Opferung des Kindes. And the Lord saith, thou shalt make a burnt offering of your firstborn son. Who are you talking to, Dad? No one, son. Now, lean into the grill and see if the fire started. Further. Further. Wow, that was dark. Too dark. Perfect dark. Aber Hauptsache, die grillen da, haben aber sonst nichts anderes dabei. Who's next? Oh, sorry. Didn't mean to hog the viewfinder. Ooh, jackpot. Commence makeout session in 3, 2, 1. Nailed it. Damn, they are really going at it. Vibrierende Betten, Prostituierte. Vibrierende Betten. Oh, honey. I think we used the vibrating bed for too long. I'm totally seeing double. Rachel? Hey. Are you all right? What are we doing? Excuse me? Last I checked, you're supposed to be Chloe Price. Yet we've been ditching now for hours, and we haven't even gotten wasted yet. That's got to be against some school ditching rule. Ich bin noch verkatert, ich bin dabei. Komm, ich bin dabei. Ein Konterbier hilft immer. Hell yeah. The honor student wants to show the school delinquent how to party? Be my guest. How gracious of you. They have a bottle of wine. Let's steal it. Okay. Or we could go try to find a liquor store instead. No. You shouldn't bring alcohol to a public park if you're not willing to share it with everybody, right? And fuck it. I just want to take something that's not mine. All right. I'm going in. Try to keep up. Ich glaube halt wirklich dadurch, dass sie immer das perfekte Mädchen spielt überall und jeder denkt, sie ist eine total Liebe, ist das glaube ich so, dass einfach sie halt außerhalb dessen, so ihrer Familie und ihrer Schulzeit so, will sie dann so ein bisschen das Bad Girl sein. Can we help you? Oh my God. Schauspielerei. Holy shit. Talk about committing to a performance. Better act fast. What do we do? And the Oscar for best distraction of wine-toting picnickers goes to Rachel Lander. You think better play my supporting role and grab the wine fast. Yeah, I guess I'd remember something like that. So then you do it. There it Don't is. Yell at me. Time to snatch and run. Thank God. Please, this girl is in trouble. Go get help. Rachel, helfen, weggehen. Ah, ja, wir sollen ja weggehen eigentlich, oder? Ah, was mach ich denn jetzt? Rachel, helfen, weggehen, weggehen. Yeah, I'll get right on that. Are you getting help? Okay, wir müssen es wohl machen. I need to get these two to focus on Rachel, so I can swipe the wine. What are you waiting for? Go! I've seen this kind of thing before. This woman clearly has a wound that needs to be sterilized. Do you happen to have any alcohol? I didn't see a wound. Look closer. Nein. In the meantime, I'll search for the booze. Hold on. There's something off about this. Are you girls putting us on? Rachel,
Rachel! Run! What the hell? Okay, hat er doch irgendwie funktioniert. So, maybe your acting could use a little work, but at least you committed to the performance. Thanks. I could use a drink after trying to keep up with you. I am excessively sober right now. Right. Okay. Guess we're leaving now. Nein, da war das Auto noch. Das hätten wir knacken können. Oh Mann, oh, er hätte doch die Schlüssel stecken lassen. Naja, gut, dann halt nicht. Ich würde aber sagen, meine lieben Freunde, ich beende jetzt hier den Part, denn wir sind bei 21 Minuten. So, das lesen wir uns noch ganz kurz durch. Max mit dem ganzen Shakespeare-Scheiß, der vor sich geht, dachte ich mir, ich schreibe dir einen Sonnet. Dann habe ich erkannt, dass Reimen hart ist und sich nicht wirklich auf Rachel reimt, was mir passend erscheint. Schließlich habe ich noch nie jemanden wie Rachel getroffen. Mit Rachel ist alles eine Art Spiel. Ich musste mein Talent zum Schlösserknacken benutzen, um ein Fernglas zum Funktionieren zu bringen, nur um Leute im Park auszuspionieren. Rachel war zum Totlachen, als sie sich Dialoge für sie ausdachte. Ich habe mich gut gehalten und selbst einen Speedwalker in enge Shorts verarscht. Nachdem wir einem alten Pärchen beim Rumknutschen zugeguckt hatten, beschloss Rachel, dass es Zeit wäre, nicht mehr nüchtern zu sein. Wir tüftelten also einen Plan aus, mit zwei Yuppie-Picknickern ihren Wein zu klauen. Und weil es Rachel ist, umfasste der Plan ausführliches Schauspiel und mehr Improvisation meinerseits. Meine Schauspielkunst ließ uns im Stich. Zum Glück kann ich gut zugreifen und flitzen. Mit unserem mühsam verdienten Wein im Schlepptau reisten wir weiter, um mehr Spaß zu mehr Spaß und Spielen. Chloe, die Unnüchtere. Okay. Dann würde ich auf jeden Fall sagen, ich bin jetzt hier in dem Part. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann auch schon im nächsten wieder. Bis dahin würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und einen netten Kommentar freuen. Ciao, Leute.